So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected. Ja, der Wegpunkt vom Kloster, der war auf diesem großen Innenhof gewesen, wo wir vorhin waren, wo es auch nach oben, links und rechts ging, sind wir irgendwie vorbeigelaufen. Okay, dann gehe ich doch jetzt mal weiter. Ich bin dazu entschlossen, halt jetzt noch eine Folge aufzunehmen und dann wirklich Cut machen und dann schlafen. Schon wieder spät abends oder halt, es ist Nacht, sagen wir so. Wie spät genau? Ja, 1:30. So bis um 2 mache ich noch wahrscheinlich und dann sollte es erstmal reichen für heute. Okay, Katakomben. Gehen wir lang. Geh nochmal hier nach oben, hier gerade so eine Tür ist. Gesundheitsschrein haben wir gerade nicht. Einen hätte ich ihn angeklickt, obwohl ich ihn, wie gesagt, nicht brauche. Oh, Ratten, Mann. Die hatten wir auch noch gar nicht gehabt, ne? Und dann noch gleich so ein Champion dabei gehabt. Oder Verzauberter, was auch immer. Genau, dann gehen wir auch jetzt mal hier unten lang. Da ist ein Schamane. Das war ein Schamane. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nicht noch mehr tragen. Okay, wird ja auch immer enger hier drinne. Jetzt müsste ich ja mal ein paar Sachen ausmerzen. Der kann ja weg. Ah, der Speer nimmt auch ziemlich viel ein. Brauche ich eh nicht, dann lieber die Handschuhe. Ja, Schlüssel habe ich ja gerade genug. Ging es jetzt nicht hier weiter? Nö, da ging es jetzt nicht weiter. Dann gehe ich mal jetzt hier lang. Sind wir hier lang gegangen. Oh, das ist ein Sarg. Ah, Katakomben sind auch wieder riesig. Dazu sind auch wieder Champion dabei. Ich glaube das Ganze so ein bisschen. Was brauchbar ist dabei? Nö, ne? Zum Mikro fahre ich ja mal geschnappt. Was der uns bringt. Oh. Gleich wieder raus. Ja,
Genau, gleich mal einen schwachen Heiltrank für uns. Okay, hier ist wieder eine Sackgasse. Mach ich von meiner Nase die eigene Tür wieder zu. So gehört sich das nicht. Und gleich den Heiltrank. Ich kann nicht noch mehr tragen. Jetzt schon. So. Geht's da oben anscheinend weiter? Ich glaube, da geht's sogar direkt runter, ne? Ja. Wieder einen richtigen Weg genommen. Ah, ich muss mich trotzdem noch umgucken. Manchmal übersieht man sowas. Dann sind manchmal dann doch noch Schätze dabei. Der bereut man es dann immer. So. Okay, dann ist hier auch Ende im Gelände, aber oben ging es halt ein bisschen weiter. Genau, hier konnten wir noch ein bisschen lang gehen. Oh, der Diamant. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich meine Diamanten. Ah, für Totenbeschwörer Leben Problem plus 1. Ja, vergleich mal zu Hause nochmal ab. Also im Lager. Ich sitze ja zu Hause und spiele hier gerade. Und zack. Oh, hier gibt es wieder irgendein Schäfchen. Da kannst du dich teleportieren. Es leben noch alle, alle überstanden. Sehr schön. Oh, haben wir noch ein bisschen Gold abgegriffen. Okay, dann können wir wirklich auf Ebene 2 gehen. Okay, hier geht's ja auch lang. Können wir uns nochmal heilen? Dann können wir eigentlich einmal hier durchmarschieren. Und wieder jede Menge Türen und Gänge. Goldsack, Eisenhut.
Ja, boom. Ich bin überladen. Du bist überladen. Okay, dann geh doch mal zurück. Ja? Wir haben wirklich jeden Slot voll gemacht, ne? Guten Tag. So. Ach, muss mir Geist reparieren. Oh, die könnte ich auch mal austauschen. Kann die ja weg. Zack. Der kann auch weg. Der Ring. Weg. Giftschaden. Skelettbeherrschung kriegen wir eins dazu. Wir kriegen halt Lehmgolem. Was dazu? Und ein Leben. Vier Leben. Hm. Nicht einfach. Hm. Ich würde sagen, ich bleib eigentlich bei meinen. Ich finde das mit Skeletten halt ein bisschen besser. Ding, ding. So. Mal wieder zurück. Die gute Stube. Was haben wir denn hier? Mal noch einmal Geschicklichkeit. Sah auch schon cool aus. So, manche finden natürlich Spinnen total eklig und haben Angst davor, das kann ich auch verstehen. Aber ich fand, war gut dargestellt. Wird bestimmt noch nicht die einzige sein, wird noch bestimmt mehr kommen. Vielleicht der Gürtel. Nochmal Riesenzauber. Oh ja. Wenn man von Teufel spricht. Waren die nicht gerade ein paar Champions oder so? Schützt ein bisschen, ne? Säbel haben wir hier. Was geht denn da eigentlich ab? Einer von mir da drin, oder? Komme ich da wieder rein? Auf der anderen Seite gibt es eine Tür. Echter Mana-Trank. So, neue Fertigkeit. Was macht denn die dritte Stufe? Oh, haben wir drei Skelettmagier. Sollte ich auch mal langsam wieder aufwerten. Oder ich mach das mit der Explosion höher. Hm. Ach komm, machen wir noch Magier, ne? So. So, das.
Achso, eine Route vergeben. Hat hier nicht jemand drinnen geschossen oder ist er schon tot? Ach, schon tot. Okay, hier haben wir noch so einen Schamane. Da haben wir fast so viele Skelettmagier wie Skelettkrieger. Nicht aufschließen. So, Schamane wieder gut kloppen. Ich bin überladen. Immer bist du überladen. Unglaublich, dieser Typ hier. Da sollte ich nicht drin sein. Noch anscheinend unten noch. Schau mal, da drin. Nicht genug Mana. Weiter auf deine Ecke. Ich meine, ich halt Hand dafür mit. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. So, Tor auf, Tor zu. Ist anscheinend wieder ein Wegpunkt. Sehr gut. Anscheinend ist hier auch Ende an deren Seite. Komisch. Geschlossen, offen, aber kam trotzdem durch. Also es war offen, aber sah geschlossen aus. Und dann ist am Ende der Zeit geschlossen. Muss man manchmal nicht verstehen. Okay, hier unten geht es auch noch weiter. Da hinten auch noch. Ups. Bin ich auch zu weit? Wollte hier rein. Gesundheitsbrunnen. Das sieht gut aus. Oh, hier sind noch Spinnen drinne. Heiltrank, Heiltrank. So, davon kann man auch nicht genug haben. Die befreien wir auch mal. Segersäbel, haben wir nicht. Also hier hätte ich gar nicht reingebrochen, da kommen wir nämlich nicht weiter. Wir müssen hier oben lang. Müssen wir hier wieder lang. Dann können wir hier weiter gucken. Ist das denn Schamane? Sackgasse, dann entweder oben oder hier rein. Ich denke eher oben lang. Das scheint nämlich wieder ein Traum zu sein. Oh, die kann aber auch gut Schaden machen. Oh, gerade Schaden. Ich dachte, da kommen Gegner.
Das war meine Einheit, die so angerast kam. Okay, ist ja so ganz creepy, wieder so Becken mit Blut oder reingefüllt. Ich denke eher Blut. Ich bin überladen. Nochmal ein Riesenzauber. Wo war es mit Riesenzauber? Irgendwie gerade hier so Mist gebaut. So. Ah, hier waren wieder Spinnen. Okay, davon habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Ein ich Ring? Kann nicht noch mehr tragen. Den Ring kannst du nicht tragen. Na denn? Oh, ich hab fast hier alles voller mit. Fast alles voll mit Zaubern, ne? Ich glaube, da muss ich echt erstmal zurückgehen. Schön, euch zu sehen. So, der kann weg. Der kann auch weg. Ja, ich glaube, dann versuche ich mal die günstigen Zauber loszuwerden. Ich glaube, die Rosen sind relativ billig, ne? So, die würde ich wegmachen. Echt nicht so einfach. Eine Geschicklichkeit und ein, zwei Feuerschaden braucht man jetzt auch nicht. Auch eine Geschicklichkeit, eine Stärke. Das ist auch überflüssig. Eins bis fünf Blitzschaden schon eher. Sortiere das nochmal anders an. Da habe ich zumindest ein bisschen Platz. So. Irgendwas gestorben? Wir sind noch alle da. So, den Ring wollte ich haben. Hier wollte ich rein. Und dann geht's anscheinend hier weiter. Mach halt nicht so viel Schaden, aber dafür halt meine Skelette und so, ne? Man hätte den Nekromanten ja auch anders skillen können. Dass man halt so Knochenfragmente schießt und so. Dann mache ich aktiv selber auch Schaden. So, einmal Gesundheit regenerieren. Guck ich hier doch mal in den Raum rein. Und rennt gleich wieder raus.
Mana-Tank, noch einer. Sehr gut. Also hätte ich gar nicht umständlich da reingehen müssen, hätte eher das hier wieder in dieser Einmündung geendet. Okay, Ebene 3. Wie viele Ebenen gibt's denn? Okay, wieder so eine Kreuzung. Ah, wir machen die Türen auf. Scheint auch schon was zu können. Was? Auf jeden Fall geht da, ne? Vielleicht auch mal fern. Eine leichte Rüstung. Ach, die verbannen. Wurdet ihr verbannt? Was habt ihr gemacht? Manchmal machen die Türen ja auch selber auf, ne? Hab ich schon mal festgestellt. Noch mehr Verbannte. Einmal im Kreis gehen. Ach, hier wollte rein, okay. War eh eine Sackgasse. Hier unten. Oh, ein Ghoul. Zwei Ghule. Spaß. So ein bisschen müssen wir auch mal helfen. Tausend Türen, ey. Wieder zurück. Die Tür habe ich wohl gar nicht aufgemacht. Gehen die manchmal selber rein, diese kleinen Schlingels. Okay, ich wollte erstmal oben weitergehen. Okay, da drin ist anscheinend wieder Kiel, ne? Oder einfach so eine Art Falle. Okay, war ja auch nichts weiter drin, ne? Hier konnte ich halt gar nicht durchgehen. Mach ich doch erstmal hier unten weiter. Hatte ich ja schon so ein bisschen angefangen. Kommen wieder die Verbannten dazu. Verbannten, nicht Verwandten, ne? Also nicht verwechseln. Gesundheitsschrein, sehr gern. Das passt. Oh,
Oh, hier geht es anscheinend auch wieder weiter. Auf Ebene 4. Das ist aber echt tief in den Katakomben. Wenn sie so tief eingräbt, dann kann sie eigentlich auch da bleiben. Schon selber so verfluchen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Echter Goethe. Kreizack. Hier anscheinend auch noch nicht richtig umgeguckt. Was die Tür auf und dann nicht gleich diese hässlichen Fratzen an. Wollte man sich doch auch nicht. Okay, da war ich gerade. Genau, hier muss ich jetzt noch so ein bisschen lang gehen. Da eine Tür, hier eine Tür. Die sind öffentlich. Überladen. Können auch hier rein. Und dann passt auch noch der Ring in mein Inventar. Ach, geht der hier oben doch noch weiter und weiter und weiter. Spiel. Ich bin überladen. Muss man nicht verstehen, ne? Okay. Bleibt ein Weilchen und hör zu. Jetzt nicht, Dickert, jetzt nicht. Seid gegrüßt. So, was haben wir denn hier für eine Rüstung?
sollte an sich von den Makroswerten besser als meins sein. Teilung 9, das hat er 20. Treffer an dem Kältewiderstand. Finde ich aber das hier eigentlich noch besser. Oh, das ist auch nicht schlecht. So, das. Was haben wir hier? Das kann sie doch dann schlecht tragen, ne? Danke. Das sollte eigentlich rein. Nehme ich mal noch. Ich glaube, da sind wir auf der Ebene jetzt auch endlich durch. Dann können wir zur nächsten Ebene. Lass mich sagen, den Kamerad hat sich natürlich wirklich angeguckt. Kann man die Biester auch nicht entgehen. Oh, sind auch Champions dabei. Oh, ein Skelett war gar nicht vernichtet. Die Drogen sehe ich schon mal. Der ist meiner. Ah, da noch Verwandte da drinnen. Ruhe, ne? Ach, und ein Ghoul hat sich noch versteckt. Weißt du, müssen wir nur den Weg noch zurückfinden? Doch, hier komme ich nach unten. Okay, muss nämlich kurz überlegen. So, und Ebene 4. Oh, Questlock. Töte Andariel. Dann sind wir hier jetzt vor auf den Fersen, würde ich sagen. Oh, das tut weh. So. Ich mach hier klein, ich mach hier den. Die Typen da, den Schamanen. Die Typen. Da ist ja noch ein Schaman. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen. So. Hat mir ja gleich wieder ein Level. Oh. Das ist auch für euch. Das ist nicht so meins. Selbst zu Degeren bist du hingekommen. Hier sind es auch wieder ein paar Schamanen. Ich habe auch welche gesehen. Ah, hier sind Dariel. Oh.
brauche Mana. Zurück in die Hölle, aus der ihr gekommen seid, Andariel. Ups. Ich bin überladen. Was? Ah, der muss auch noch in der Tobas. So, habe ich ganz Trink genommen, statt Wörter zu beschwören dann am Ende. Waren hier nicht noch ein paar Leichen? Okay, davon konnte ich nur 3 machen. Und 4 Skelette. Ja. Ist bei dir wieder kaputt? Bisschen früher. Oh. Hier ist eine jede Menge. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, hier wäre ihr Thron gewesen. Was haben wir denn alles hier? Helm, großer Schild. Mal erstmal kurz zurückgehen, dann. Oh, ich will nochmal zurückkommen, ne? Guten Abend. Ja. Schön, euch zu sehen. Mit euch spreche ich gleich. Ich muss erstmal hier. Schön, euch zu sehen. Ich will erstmal identifizieren, bevor der Gott geht. Weiter redet, das wollte ich erstmal überspringen. Oh. 1800, Verteidigung 11. Ausdauerheilung plus 25%. War nicht schlecht. Was war weniger wert? Da bleib ich doch bei meiner noch. Ja, das Schild kommt aber auch weg. 17, 14, 2 Energie. Ja, zack. So, was hast du denn für ein Helm? Danke. So, bitte. Wo ist sie denn da? Dann klopfe ich die mal weg. So. Die können auch rein. Düpp, düpp, düpp. Guten Abend. Tete Topas, Tete Topas. Ja, ich spreche doch gleich mit euch. Muss erstmal hier noch bisschen looten. Von den Tobas hier. Mal Axthände. Okay, nur für Zauberin. Kann ich ja gleich wieder. Und alle mit mir reden. Seid gegrüßt. Ich will gar nicht mit euch reden. Ah, für Tobas schon die nächste Stufe. Okay, ich spreche erst an Seid gegrüßt. Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Doch es warten noch viele Schlachten. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Das. Ja, da gibt's noch Tratschen. Es kostet Zeit,
eure Fertigkeiten zu meistern. Stete Anwendung wird eure Technik verfeinern. Aber wählt eure neuen Fertigkeiten klug. Mhm. So, dann Andarias Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern. Aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Lebt wohl. Akara war, seit ich denken kann, wie eine Mutter für mich. Sie ist weise und gütig, aber ich bezweifle, dass sie das Zeug hat, unser Kloster mit Gewalt zurückzuerobern. Ja, das braucht ihr nicht mehr. Einheilung gibt es wahrscheinlich jetzt nichts Besseres. Kyoko, Stufe 14. Ist die Stufe ist meine? Steht das da auch? 13 ist sie. Hm. Ach, das wird schon so gehen. Fiona hat uns sehr gut geholfen. Mit Varich gehen wir dann weiter. Guten Abend. Sieht denn aus so ein Tratschen? Ach, wieder verklickt. Nö, anscheinend nicht. Schwester in der Schlachtbank haben wir ja schon. Auf zum Geschäft. Was hat denn eigentlich zu sagen zu Schwestern zur Schlachtbank? Ich werde feiern, bis der Arzt kommt. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt Andariel getötet haben. Endlich dürfen wir jubeln. Wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. Sehr gern geschehen. Kashia war stets treu und loyal. Aber ich fürchte, Wut und Ohnmacht angesichts der jüngsten Ereignisse werden sie unvorsichtig machen. Sie möchte die wenigen Jägerinnen beschützen, die ihr geblieben sind. Und wird sie nicht in den Kampf schicken, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Ja, ich glaube, dann können wir gleich mal weiterziehen, ne? So, ja. Hier kann ich ja auch verkaufen, ne? Schon fast 100.000 zusammen. Mhm.